Ich war selber am Anfang sehr überrascht mit der Diagnose, habe ich so nicht erwartet. Ich habe schon eine gewisse Leidenszeit hinter mir. Das erste Mal wieder mit Fußballschuhen auf dem Rasen zu stehen, fast nach ungefähr 2 Monaten. Ja, war ein tolles Gefühl heute. Ich hoffe, dass ich die nächsten Tage hier in Marbella etwas steigern kann, sodass ich schnellstmöglichst mit der Mannschaft wieder dabei bin. Gesundheit geht vor, das ist mir am wichtigsten. Ich werde mir jetzt keinen Stress machen sozusagen. Das ist eine Krankheit, mit der man nicht spaßen kann, weil das bei mir auch schon eine extreme Lungenentzündung war. Deswegen lasse ich mir alle Zeit der Welt, aber ich denke so ab Februar, Mitte Februar ist mit mir zu rechnen. Ich hoffe, dass ich fit bleibe und dass ich mich auch durch die Leistung hier bei der Fortuna dann am Ende mich zu EM empfehlen kann. Das wäre natürlich ein Traum und ja, nach der ganzen Leidenszeit wäre das natürlich auch so ein i-Tüpfelchen für mich. Aber bis dahin ist noch sehr, sehr viel Zeit und ich will mir auch gar keinen Stress machen mit der EM. Ich lasse alles auf mich zukommen, ich werde einfach nur Gas geben und wenn es am Ende klappt, dann freue ich mich. Und wenn es am Ende nicht klappt, dann geht das Leben trotzdem weiter.